Also die Atmosphäre für dieses Stück ist wahnsinnig, how do you say, beautiful, schön. Schön. Wahnsinnig schön und auch ein bisschen für uns scary, wie sagt man das? Als ob das ist in einem Horror-Movie. Manchmal kriegt man auch die Gänsehaut, wenn man das nur hört. Aber lustigerweise kriegt man sowas, wenn man alle Töne, alle Dynamik ganz richtig machen. Genau. Ohne viel nachzudenken. Das Pflichtstück der ersten Runde ist eine Vertonung eines Gedichtes von Selma Meerbaum. Das Gedicht heißt Den gelben Astern ein Lied. Und dieses Gedicht wurde vertont von Herrn Kim, ein Studierender einer österreichischen Musikuniversität und Gewinner des Kompositionspreises für das moderne Lied an der Kunstuniversität Graz. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Lied so oft gehört in so kurzer Zeit. Also ich war zuerst ein bisschen schockiert, habe mir gedacht, um Gottes Willen. Ja. Aber es ist wahnsinnig interessant, weil ich glaube, ich habe es bis jetzt 30 Mal gehört ungefähr. Und jede Interpretation war völlig verschieden. Es ist faszinierend zu sehen, was die jungen Duos aus den Stücken machen, weil sie haben ja keine Vorlage. Sie müssen es wirklich selbst gestalten. Das ist ja mit neuer Musik öfter so, dass man keine Aufnahme hat. Was ich eigentlich auch toll finde, weil man viel freier ist, weil man nicht diese ganzen großen Leute, die das alles schon unglaublich gesungen haben, da auf Aufnahmen hat und denkt, Gott, da komme ich ja nie hin. Und da hat man eine Freiheit, die man sonst nicht hat. Und natürlich mit einer Uraufführung, wo man dann weiß, dass jedes Duo das macht, kriegt man wieder Stress. Aber wir haben das einfach versucht, ganz ruhig anzugehen, den Text erstmal rauszufinden, was das genau ist, diese Dichterin über sie zu lesen, damit man auch den Hintergrund hat. Und das ändert natürlich schon viel. Man kriegt da schon ein Gefühl von, oh, es ist schon viel, diese ganze Geschichte. Weil der Text schon verbunden ist mit dieser Hoffnung, also weil sie da in diesem Ghetto war und dann am Ende ins Konzentrationslager und da dann stirbt und das für ihren Freund geschrieben hat und diese so wie ein Aufblitzen von Hoffnung, etwas Schönes in diesem Elend, noch etwas, diese Astern. Die geben mir so etwas, einen Moment von Glück oder einen Moment von Hoffnung, dass es vielleicht wieder besser wird. Oft ist es ja auch so, dass bei so ganz jungen Sternen, die verglühen, ist es oft die Tragik oder die dramatische Geschichte und eben die Jugend, die es so bezaubernd und attraktiv macht. Aber in diesem Fall ist es wirklich auch die Qualität und der Inhalt der Gedichte, die von einer extrem hohen Qualität sind. Man sieht, wie viel Mut einige haben,
einen ganz starken eigenen Weg zu gehen und andere wieder eher zurückhaltend sind. Und da spiegelt sich eigentlich auch alles, was man bei Schubert tun sollte oder nicht tun sollte,